So, hallo und herzlich willkommen zu einem Erklärungsvideo hier in GTA 5 über die UFOs, die in GTA 5 verstreut rumliegen. Ihr habt bestimmt das letzte Mythenvideo von mir angeguckt, wo ich euch die UFOs gezeigt habe und was die für spezielle Eigenschaften haben. Und in diesem Video werde ich versuchen zu erklären, wieso die genau an diesen Orten sind und was sie da auch zu tun haben, ob das wirklich UFOs sind, ist natürlich die andere Frage. Das, was ihr jetzt hier bei diesem Video hier alles nur von mir erfahren werdet, sind einfach nur Hypothesen, das sind einfach nur Thesen, also Behauptungen von mir. Ob das wirklich so stimmt, ist natürlich die andere Frage. Jeder hat eine andere Meinung. Aber ich werde euch jetzt mal in diesem Video mal meine Meinung über die drei UFOs berichten. So, als allererstes haben wir dieses UFO bei dem Beam Me Up Hügel, welches in Sandy Shores liegt. Und was es damit sich jetzt auf sich hat, das kann man bestimmt ganz leicht erklären. Also, wie ihr sehen könnt, dieser Hügel hier wurde ja von den Hippies gemacht und die glauben ja an die ganzen Außerirdischen, die im Weltraum und so weiter. Also, die glauben an Organismen, an Lebewesen, die nicht irdisch sind, also die nicht hier auf dieser Erde weilen, sondern außerirdisch, also halt außerhalb unserer Welt weilen. Und da sie ja auch daran glauben und denken, dass es dort, wie soll ich sagen, sicher ist, also mit dieser Kunst, die die da gemacht haben mit dem Hügel, da steht ja Save Me zum Beispiel, dass sie sich zum Beispiel nicht von den, wie soll ich sagen, an die Konflikte, die die Menschheit schon jahrhundertelang schon ausgetragen haben, also die ganzen Probleme, die ganzen Fehler, die die ganzen Menschen und so weiter hier auf der Erde alles machen und so weiter und so fort, das wollen die Hippies natürlich nicht akzeptieren und deswegen haben die jetzt auch zum Beispiel als aus meiner Meinung nach Save Me hingeschrieben, um damit sie halt gerettet werden und nicht auf dieser Welt quasi, wie soll ich sagen, dahin verrecken, da sie quasi wissen, dass die Welt bald untergehen wird. Deswegen sagen die erstmal Save Me, dass sie nicht auf dieser Welt quasi mehr bleiben möchten. Das ist jetzt meiner Meinung nach. Und da steht auch daneben auch Beam Me Up, was auch bedeutet, dass sie natürlich von dem UFO dann natürlich nach oben gebeamt werden sollen. Unter anderem kann man da auch jetzt zum Beispiel ein UFO-Teil finden. Und ja, ich denke mal, dieses UFO, welches da drüber schwebt über diesen Beam Me Up Hügel, das hat eine FIB-Aufschrift. Und da können wir auch schon mal direkt sagen, da steht FIB drauf, das bedeutet, dass das FIB und dass dieses UFO darüber eine Beziehung miteinander haben und irgendwas haben die miteinander zu tun, kann man schon mal sagen. Entweder wurde dieses UFO vom FIB selber entwickelt und haben das extra über diesen Hügel einfach so gestellt. Es fliegt, also es verschwindet eigentlich nie, es bleibt die ganze Zeit da oben, es bewegt sich nicht, gar nichts. Es bleibt die ganze Zeit instant oben. Vielleicht weil die FIB-Leute vielleicht die Hippies ausspionieren möchten oder um die Hippies zu beruhigen, da sie ja vielleicht sehen können, dass da oben irgendwas ist, weil nachts, wenn man dort mit einem Helikopter entlangfliegt, ich glaube, das ist so, wenn man da nachts entlangfliegt, dass man dann oben so halt so einen Lichtstrahl sehen kann, also wenn man in der Nähe des UFOs ist, dann sieht man einen Lichtstrahl. Vielleicht wurde es von den FIB-Leuten so extra konstruiert, um die Hippies vielleicht mal zu beruhigen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt aber mal ist meine Meinung nach. Oder es ist wirklich ein UFO, was ich aber stark bezweifle, weil ich habe noch nie Aliens gesehen, die auf ihrem UFO FIB draufstehen haben. Das hat irgendwie, ist irgendwie ein bisschen nicht unmöglich eigentlich, weil irgendwas müssen die miteinander zu tun haben. Vielleicht sind sogar die FIB-Leute, vielleicht sind die ja Aliens. Das kann auch natürlich sein. Vielleicht sind die Aliens. Oder, was wahrscheinlicher ist, aus meiner Meinung nach, dass die FIB sozusagen ein Prototyp eines UFOs gemacht hat und das dann halt da drüber schweben lassen. Ich weiß nicht, es sieht so aus, aber dieses UFO, was da drüber schwebt, ähnelt wirklich sehr wie bei der einen Mission, wo Michael diese Drogen genommen hatte und dann von einem UFO nach oben gezogen wurde. Dieses UFO sieht verdammt danach aus, also sieht von unten aus wirklich wie dieses UFO, welches über dem Beam Me Up schwebt.
kann man natürlich jetzt nicht zweifeln. Die sehen wirklich gleich aus. Und da waren auch wirklich Aliens drin. Und ja, wie schon gesagt, es kann sein, dass die FIB was mit den Aliens zu tun haben. Entweder haben die was mit den Aliens zu tun und die Aliens haben die Aufschrift von vom FIB da drauf. Oder die FIB-Leute sind Aliens. Oder FIB hat einfach nur ein Prototyp eines UFOs, eines fliegenden Tellers, einfach mal in den Himmel gestellt, um halt die Leute, die Hippies zu beruhigen. Aber ob irgendwas davon stimmen kann, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie überzeugt, irgendwie damit. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Dieses Video ist jetzt extra dafür gedacht, um dieses Mythos über den, über diesen Mythos hier mal, also diesen Mythos hier halt zu erklären, intensiv zu erklären. So. Unter anderem hat auch dieser Hügel dort den Wow-Signal, welches sich damals in GTA San Andreas behandelt hatte, den Mythos. Dieses Wow-Signal, dieses 6EQUY5, das ist ja dieser Code, der aus dem Weltraum quasi gefischt wurde. Und man denkt, dass es, von Außerirdischen stammte. Und dieses 6EQUY5, das ist auch bei dem Bild, wie ihr sehen könnt, auch abgebildet. Und ob das irgendwas jetzt damit zu tun hat, vielleicht haben die Hippies das extra gemacht, weil sie dieses Signal irgendwie mitbekommen hatten bei den Medien, weil es ja überall rumgesprochen wurde. Vielleicht haben die es extra nochmal dieses Signal dorthin gemalt, gestellt, was weiß ich, um es quasi wie eine Nachricht zu überbringen, wenn Aliens diese Nachricht mal also irgendwie sehen würden, dass sie wissen, was damit gemeint ist oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Auch hier ist auch eure Meinung, ja, gefragt. So, des Weiteren haben wir jetzt noch das andere UFO, welches unter Wasser zum Beispiel liegt, was ich jetzt zum Beispiel davor beim Video nicht gezeigt habe. Aber es gibt ja auch natürlich ein UFO, welches unter Wasser liegt. Und dieses UFO hatte zum Beispiel nicht die Aufschrift FIB, sondern laut Omega. Omega hat ja damals erwähnt, dass er gesehen hätte, dass ein UFO in das Meer gekracht ist, also einen Crash verursacht hat in den Ozean halt. Und es kann natürlich sein, dass durch diesen, was jetzt ein bisschen unlogisch erscheint, die ganzen UFO-Teile und so weiter und so fort sind ja über die ganze Map verstreut. Wer weiß, vielleicht ist dieses UFO schon vom Himmel aus, aus dem Weltraum aus, irgendwie da rein und dann hat schon auf dem Weg dorthin UFO-Teile verloren. Wer weiß, vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht, aber Omega hat erwähnt, dass dieses UFO in dieses Ozean reingecrashed ist. Und was wir jetzt darüber sagen können, es hat nicht die Aufschrift FIB. Es kann aber natürlich gut möglich sein, das ist jetzt natürlich meine Meinung, es kann natürlich gut möglich sein, dass dieses UFO quasi was mit der FIB auch was zu tun hat. Also vielleicht war das wirklich ein wirkliches UFO. Es kann quasi dieses echte UFO sein. Und dann hat FIB diesen Fall mal ein bisschen genauer angesehen und auch natürlich behandelt. Haben sich dieses UFO genauer angesehen und haben das quasi als Vorlage benutzt. Weil, wie ihr schon gesehen habt, ich habe auch im Mod-Review dieses UFO nochmal gezeigt. Wie ihr sehen könnt, dieses UFO entspricht genau, also dieses UFO sieht genauso aus wie dieses UFO über dem Beam Me Up Hügel und beim Mount Chiliad. Es sieht genau exakt so aus wie diese anderen zwei UFOs. Und wo ich schon mal dabei bin, den Mount Chiliad zu erwähnen, beim Mount Chiliad ist es ja auch so, dieses UFO ist exakt genau das gleiche wie bei dem Beam Me Up Hügel ganz oben, nur mit dem einen Unterschied, dass dieses UFO, wenn man zu nah hingeht, dass es verschwindet, dass es quasi dann weg ist. Je näher man geht, dann verschwindet es einfach. Und ja, viele sagen natürlich, dass dieses UFO auf dem Mount Chiliad, also über den Mount Chiliad, eine Projektion ist, dass es genau um, es kommt ja immer um Punkt 3, immer an derselben Stelle. Und da sehen wir auch jetzt zum Beispiel dieses Mount Chiliad Mystery Mythos. Wie ihr sehen könnt, auf der Karte kann man jetzt zum Beispiel sehen, dass dort
Also erstmal beim Mount Chiliad, dass man dort quasi das UFO finden kann. Und da ist dann noch so ein Kästchen, welches bei Fort Sansudo ist. Und genau da an der Stelle ist auch das andere UFO. Und da ist auch ein schwarzes Kästchen da in der Nähe von dem Beam Me Up Hügel. Was auch dieses Mount Chiliad Mystery Mythos hat auch irgendwie so eine Verbindung miteinander. Unten sehen wir zum Beispiel jetzt auch dieses UFO abgebildet. Dann haben wir noch dieses Jetpack abgebildet und dieses Ei, dieses leicht gerissene Ei. Was auch quasi eine Anspielung auf ein Easter Egg vielleicht haben könnte, wer weiß. Aber bei dem ganzen Mount Chiliad außenrum findet man immer wieder Anzeichen auf ein Auge. Also quasi das allsehende Auge. Und dieses allsehende Auge kann man auch zum Beispiel auf dem Mount Chiliad unter diesem Podest, kann man ja auch noch sehen, da ist ja dieses Auge gemalt. Und was das jetzt auf sich hat. Ich meine, dieses bei Mount Chiliad, das FIB-Zeichen ist ja auch auf dem UFO drauf. Und viele haben auch geschrieben, dass das da EID steht oder CIA oder keine Ahnung. Aber da steht FIB drauf. Und das hat definitiv eine Verbindung mit dem FIB da. Und ich denke persönlich, dass es kein UFO ist, welches bei dem Mount Chiliad ist, sondern reichlich nur eine Projektion eigentlich. Obwohl das eigentlich auch gar nicht gehen kann. Also ich habe jetzt zwei Meinungen. Entweder ist das eine Projektion, welches dort stattfindet. Oder das ist ein wirkliches UFO, was aber auch nicht sein kann, weil es mit die Ausschnitt FIB hat. Aber wieso sollte dieses UFO taucht nicht auf, wenn es nicht regnet oder nicht gewittert. Es taucht nicht auf, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Aber vielleicht wurde auch bei dieser Projektion auch extra so eingestellt, dass wenn es gewittert und regnet, dass es auftauchen soll. Dass es so gewollt ist von der FIB. Aber was will FIB damit erreichen? Das ist natürlich die andere Frage. Wieso lässt es UFOs über den Beam Me Up fliegen? Wieso lässt es ein UFO über dem Mount Chiliad fliegen? Wieso tut FIB sowas? Das ist natürlich die Frage, wieso tut es das? Und das ist genau diese Frage, die wir jetzt natürlich dass wir klären müssen. Ich weiß jetzt keine exakte Lösung, wieso das jetzt so ist, aber meiner Meinung nach einfach nur, wenn wir jetzt dieses Mount Chiliad Mystery Mythos, dieses Aufgemalte da mal betrachten, erstmal stellt sich natürlich die Frage, wer hat das gemalt? Wieso hat er das gemalt? Was will er uns damit sagen? Natürlich diese Fragen, es gibt Dutzende von Antworten, Dutzende von Hypothesen, Dutzende von Thesen, was auch immer. Man kann das einfach nicht exakt beantworten, wieso das so ist. Deswegen habe ich auch dieses Video hier gestartet, damit wir hier jetzt in diesem Video, also in den Kommentaren nochmal richtig gründlich darüber diskutieren können. Wieso das so ist? Wieso hat FIB sowas getan? Hat FIB überhaupt damit was zu tun? Ich meine, wenn es die Aufschrift FIB hat, dann muss es ja irgendwas damit zu tun haben. Weil anders kann man sich ja das natürlich nicht erklären. Eure Meinung diesbezüglich mal in die Kommentare. So, dann haben wir noch das letzte UFO, welches über Fort Sansudo schwebt, fliegt, was auch immer. Und in den Kommentaren wurde auch schon erwähnt, also ich greife jetzt mal auf Kommentare auf, die davor, bei dem vorherigen Mythenvideo gestellt wurden. Denn dort hat jemand geschrieben, dass dieses UFO ein Tarnkappenbomber eigentlich ist. Ich zeige euch mal kurz ein Bild von diesem Tarnkappenbomber. Natürlich hat das jetzt eine Ähnlichkeit damit, also vor allem das mit diesem mit dem Cockpit und so weiter und so fort. Das hat eine ziemlich starke Ähnlichkeit damit. Aber mit dem einen Unterschied, dass die Form anders ist. Das bei Fort Sansudo ist natürlich rund. Und macht nicht so wirklich schöne Geräusche auch. Also generell macht es so komische Geräusche. Und vielleicht ist es ja dieser Antrieb, dieser Motor, der sich so anhört. Aber vielleicht sind es ja wirklich Aliens, die dort diese Geräusche produzieren. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel diesem UFO nähert, dann klingt es ziemlich aggressiv. Also man könnte auch damit sagen, dass es ein Kampf-UFO ist. Aber es sieht halt eine verdammte Ähnlichkeit mit so welchen Tarnkappenbombern. Ja, das sieht verdammt danach aus einfach. Vor allem von dem Cockpit und sowas her.
bei jedem UFO ist es ja so, vor allem beim Tarnkappenbomber, also beim Tarnkappenbomber da, ist es so, dass wenn man sich da, wenn man sich nähert, dass es ein schräges Geräusch von sich erzeugt, also zum Beispiel bei dem Beam Me Up Hügel. Das UFO hat einfach so ein leichtes Geräusch. Es gibt ein leichtes Geräusch von sich, wenn man das sich nähert. Also ein EMP-Gerät ist da drin, was verursacht, dass die Motoren versagen und dann fällt man runter. Und bei dem UFO beim Ford Zenzuno hört sich das nicht wirklich schön an, wenn man sich das, wenn man sich da nähert. Aber wenn man sich mit einem Helikopter da nähert, aktiviert sich dieses EMP-Gerät quasi schon wieder und man stürzt halt wieder runter. Des Weiteren hat auch dieses UFO bei Ford Zenzuno unten so eine Art Auge, welches sich die ganze Zeit dreht und das Ganze nochmal beobachtet. Natürlich kann es jetzt sein, dass dieses Auge, dass wenn es wirklich ein UFO ist, wenn wirklich so ein Kampf-UFO aus irgendwo anders, weil da steht jetzt zum Beispiel nicht FIB drauf oder so, natürlich kann es auch vom Militär oder so aus sein, ein Prototyp davon. Aber wenn man jetzt sich dieses Auge anguckt, welches sich da die ganze Zeit unten so dreht und alles immer, es sieht so aus, als ob dieses Auge das Ganze scannen würde. Wenn es wirklich ein Kampf-UFO ist aus einer anderen Welt oder so, dann kann es natürlich sein, dass dieses Auge vielleicht die Militärbasis oder so vielleicht scannt oder bestimmte Schwachstellen oder so sucht oder was auch immer. Kann natürlich sein, aber wenn es wirklich ein Prototyp ist vom Militär aus, dann kann man jetzt natürlich sagen, dass dieses Auge quasi eine Anspielung auf dieses allsehende Auge sein soll. Vielleicht scannt das von der Militärbasis aus und scannt quasi die ganze Karte, damit das Militär halt den Überblick vom Allen hat. Das könnte auch da quasi das so erklären, dass wenn wir zum Beispiel einen Amoklauf starten würden in GTA 5, dort, dass wenn wir jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie attackieren, dass man so viele Sterne bekommt und vielleicht hat auch das Militär an sich einen Überblick darüber und weiß halt, wo, an welchem Punkt gerade irgendwas passiert, dass sie es exakt genau wissen. Vielleicht scannt, ist diese Reichweite von diesem Auge so groß, dass man die ganze GTA 5-Karte damit durchscannen kann, komplett. Das kann auch natürlich sein. Oder dieses Auge ist nur auf diese Militärbasis basiert. Dass man quasi, wenn Eindringlinge eindringen, dass sie sofort lokalisiert werden dadurch. Durch diesen Tarnkappenbomber. Aber wenn es wirklich ein Kampf-UFO ist, dann könnte es natürlich sein, dass dieses Kampf-UFO diese Militärbasis quasi ausspioniert. Eure Meinungen natürlich in die Kommentare damit. So, ich würde auch damit mal sagen, das war's auch schon mal von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt reichlich an Vermutungen etc. mal bilden. Ich möchte jetzt damit erreichen, dass wir eine Diskussion in den Kommentaren dann führen werden, weil es natürlich sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten gibt, wirklich sehr unberechenbare Möglichkeiten, wieso das so ist, wieso da so irgendwelche UFOs darüber schweben. Also meiner Meinung nach ist, dass dieses UFO, welches im Wasser ist, dass es ein richtiges UFO ist, wirklich von Aliens waren und dass die restlichen drei UFOs einfach nur zwei Prototypen, also ein Prototyp vom FIB ist und das zweite auch bei Mount Chiliad ist jetzt einfach nur eine Projektion und das dritte, dieses Kampf-UFO, ist ein Prototyp von vom Militär aus und weiteres kann ich mir einfach nicht erklären. Aber ich möchte jetzt mal gerne eure Vermutungen in den Kommentaren mal sehen. Ich werde dann natürlich auch antworten und so weiter und so fort. Aber mich würde es natürlich interessieren, wie ihr es seht und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Mythenvideo wieder. Bis dann.